Hallo miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Livestream. In diesem Livestream wollen wir über das Verb gar reden, wie wir es konjugieren und auch über das Thema von unserer Montagabend Schweizerdeutsch-Lektion. Also heute am Abend haben wir wieder Dialog, Texte, Bilder vorbereitet für euch zum Schweizerdeutsch lehren auf swissgermanonline.com. Gehst du? Gehen tut man so konjugieren. Es gibt eigentlich verschiedene Versionen. Ich tue es so konjugieren. Ich gehe. Du gehst. Er geht. Wir gehen. Ihr gehen. Sie gehen. Und zum Beispiel, wenn ich Imperativ habe, dann sage ich, gehen Sie. Gehen Sie doch auf den Veloweg. Das ist ein Dialog, wo eine Frau auf dem Trottoir Velo fahren und ein Fußgänger ist nicht so glücklich darüber und sagt, gehen Sie doch auf den Veloweg. Auf dem Veloweg hat es viel Platz für Velofahrer und das ist sicherer. Genau. Also gehen Sie. Aber zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern rede, dann sage ich, gang doch raus schutten, gang doch spielen. Anstatt ich gehe, sage ich gang. Also ich gang ist auch irgendwie häufig. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich ist es ja das Verb in der Vergangenheit, ich bin gegangen. Also von dort her kann man sich erklären. Aber wieso sagt man nicht einfach ich gehe oder gehe schutten? Das ist auch möglich. Es gibt verschiedene Versionen in verschiedenen Dialekten. Aber genau, so ist das mit dem Schweizerdeutsch. Es gibt nicht nur eine richtige Form und nur die kann man brauchen. Heute am Abend haben wir verschiedene Texte so von Situationen, wo Leute ein bisschen reklamieren, entweder eben weil es Velofahrer und Trottifahrer hat auf dem Trottoir oder weil die Nachbarn zu laut sind im Garten. Oder weil die Nachbarn obendran zu laut sind und jemand ist eben, arbeitet in Schichten und muss manchmal am Tag schlafen. Und ja, man hat das Recht, laut zu sein, aber es ist doch auch schön, wenn man unter den Nachbarn aufeinander Rücksicht nimmt. Also das sind die Texte von heute Abend. Wenn du das möchtest, testen und schauen. Einen ganzen Monat kannst du gratis unseren Kurs testen. Dann kannst du dich einschreiben auf swissgermanonline.com. Dort findest du mehr Informationen für den Schweizerdeutschkurs, für den VIP-Schweizerdeutschkurs. Das ist immer am Abend um 8 Uhr, fängt er an mit einem Livestream und nachher haben wir 30 Minuten Zoom-Treffen. Also für die, die lernen, Schweizerdeutsch reden und mit anderen zusammen üben, die können nachher ins Zoom-Treffen kommen. Und am Dienstag am Abend, am 8. haben wir den gleichen Text auf Hochdeutsch. Da können wir zusammen Hochdeutsch reden auf german.talk und zusammen Hochdeutsch üben. Vielleicht manchmal schauen wir auch ein bisschen den Unterschied anschauen zwischen dem deutschen Hochdeutsch und dem schweizerischen Hochdeutsch. Und wir sind auch ein gutes Grüppli, das da zusammenkommt, nachher im Zoom-Treffen. Und wir haben auch eine Homepage für Französisch. Wir fangen langsam an, die jetzt auch aufzubauen. Also frenchtutor.fr. Das ist noch ein ganz einfaches Französisch für Anfänger. Wenn du da interessiert bist, kannst du auf die Homepage schauen. Das war es von mir. Ich habe schön in der Tag schön, ja, es wäre schön, wenn ich euch heute kennenlernen am Montag am Abend. Heute am Abend ist Pfingsten, aber heute am Abend ist unser Kurs auch. Also wir machen keine Pause am Pfingstmontag und jeden Montag haben wir eine neue Geschichte parat und ein neues Thema zum zusammen Schweizerdeutsch lernen. Ich wünsche euch ganz noch ein schönes Pfingstwochenende, einen schönen letzten Tag
und einen guten Start in die neue Woche morgen. Alles Gute. Tschüss zusammen.